Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es noch mal eine Folge Real Talk. Ist etwas lustig, muss ich sagen. Das ist auch wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, ich war damals in der vierten Klasse ungefähr. Und damals hat mein Stiefvater so eine Auflösungsfirma gemacht oder betrieben, eher gesagt. Das sprich, er hat Inserate im Internet oder in der Zeitung gesucht, die Haushaltsauflösung machen. Sprich, wir fahren dahin, die bezahlen uns irgendwie 600 bis 1000 Euro oder so und wir räumen die Wohnung leer, egal was da drin ist oder sonst irgendwas. Und damals, da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, da hat er eine Annonce angenommen, die haben wirklich viel Geld bezahlt und wir haben dann als Kinder, also meine Stiefschwester und ich, dabei geholfen. Und es war immer ganz interessant, war immer aufregend, was die Leute da so gebunkert haben. Und ja, wir waren dann, ich glaube, 2-3 Tage waren wir da zugange. Und dann bin ich irgendwann hoch auf dem Dachboden und habe da so eine riesen Truhe gefunden. So eine richtig alte Holztruhe, sah aus wie eine Schatzkiste. Und ich muss auch wirklich sagen, Freunde, da war auch ein Schatz drin. Es waren, wie nennt man die heute, Mickey-Maus-Bücher, diese Taschenbücher. Selbst die Auflage 1 war dabei und die war ein paar tausend D-Mark damals wert. Aber nicht nur das war da drin. Da war auch ein Hentai-Buch drin, falls euch das was sagt. Hentai sind so Anime-Pornos. Und ja, wir haben dann da ausgeräumt und haben dann Sachen mit nach Hause genommen. Und ich musste nächsten Tag zur Schule. Und mein Stiefvater, ich habe das gesehen, mein Stiefvater hat dann das Hentai-Buch da weggeworfen in die Mülltonne. Und nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und bin dann raus an die Mülltonne, kurz bevor wir dann los sind, meine Stiefschwester und ich zur Schule. Ich glaube, damals war ich in der vierten Klasse. Ja, wie gesagt, da bin ich dann zur Mülltonne und habe dieses Heftchen da rausgeholt und habe das unter meiner Jacke versteckt. Und bin dann los zur Schule. Ich glaube, das war Freitag, da hatten wir, glaube ich, nur 4 Stunden, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und in der Pause, ich konnte es gar nicht abwarten, das meinen Freunden zu zeigen, das Heft. Und war die ganze Zeit hippelig in der Stunde. Und dann hatten wir Pause und habe ich das rausgeholt, das Buch. In der ersten Pause. Und haben uns das da zusammen angeguckt und wir kannten das nicht. Wir haben vorher sowas noch nie gesehen. Es war halt sehr interessant. Und dann hatten wir wieder Unterricht. Und in der letzten Pause, kurz vor Feierabend, habe ich das dann wieder rausgeholt und haben uns das weiter angeguckt. Bloß leider hat uns die Pausenaufsicht erwischt. Und ich habe natürlich schnell versucht, das Buch zu verstecken unter meiner Jacke. Und die hat immer gesagt, hier, oh, Benni, was hast du denn da? Was hast du denn da? So, ich habe da nichts. Nur ein Taschenbuch. Ja, im Endeffekt musste ich das dann doch der Lehrerin zeigen. Und ihr hättet mal den Blick sehen müssen. Ich habe ihr das in die Hand gedrückt und sie nimmt das in die Hand, blättert auf und sieht dann gleich so eine Seite, wo der Mann der Frau das, ne, den Johnny da einführt, aber im Comic halt. Und sie macht ganz große Augen, guckt mich an. Wo hast du das her? Ich guck sie an. Das habe ich gefunden. Was ja eigentlich gelogen war. Ja, von wem, wo hast du das gefunden? Und ich konnte damals nicht gut lügen. Ich habe zu ihr gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Auf jeden Fall hat sie das dann eingezogen und hat mich damit ins Klassenlehrerzimmer genommen und hat meine Eltern angerufen, also meine Mutter und meinen Stiefvater. Hat zu denen gesagt, sie möchten doch mal bitte zur Schule kommen. Und ich habe das wirklich vielen gezeigt, wirklich sehr, sehr vielen in der Schule. Und das hat sich schon rumgesprochen. Auf jeden Fall kam dann mein Stiefvater und meine Mutter dann in die Schule und dann hat sie das Heftchen da auf den Tisch gelegt und hat meine Eltern gefragt, ja, gucken Sie mal hier, was ihr so mit zur Schule gebracht hat. Und ich war knallrot, mir war das sowas von peinlich. Und meine Mutter guckt so, mein Stiefvater guckt so und mein Stiefvater guckt mich an und musste voll anfangen zu grinsen. Und ich habe mir so gedacht, so, oh nein, ey, hoffentlich gibt's keinen Ärger. Aber da er ja gegrinst hat, war es ja jetzt nicht so schlimm.
Ja, auf jeden Fall haben sie dann da noch gelabert hier, das geht so nicht und so. Und dann haben sie das Buch mitgenommen und mich dann auch mit nach Hause. Und zu Hause, meine Eltern kamen nicht mehr aus dem Lachen raus, die konnten mir nicht böse sein. Ich hatte erst gesagt, ich krieg mega Ärger, aber das war so lustig, Freunde. Das hätte ich immer mitkriegen müssen. Wie gesagt, sie waren nur am Lachen und haben dann zu mir gesagt, Benni, aber sowas kannst du nicht mit zur Schule nehmen, ne? Mein Junge, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Wie gesagt, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ja, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein fürs Video. Heute mal etwas kürzer. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall mal einen Kommentar dazu geben, was ihr vielleicht mal Peinliches in der Schule gemacht habt oder erlebt habt, was eure Eltern mitbekommen haben oder ob ihr irgendwie was mit zur Schule genommen habt, wo es wirklich Ärger gab. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Freunde. Also haut rein!